Es gibt eine neue Stellungnahme von Finn Kliemann. Wo finde ich die denn jetzt hier? Auf der Seite oder so? Ganz ehrlich, ich dachte immer, die Kritik trifft hier den Falschen. Dann habe ich alle Beweise gesammelt, mich von unabhängigen Wirtschaftsprüfern prüfen lassen und jeden Zusammenhang der letzten Wochen aufgeschlüsselt. Alter, er sieht halt auch übel am Sack aus, ne? Er sieht halt wirklich aus, als hätte er Alkohol, Kiffen und absoluten Mischkonsum durchgeballert und wenig geschlafen gleichzeitig. Einfach um zu belegen, dass das stimmt, was ich gesagt habe. Und um euch zu zeigen, was ich alles nicht gemacht habe. Und das findet ihr jetzt auch genauso auf meiner Website, zusammen mit allen Infos, Testdaten und einem Brief von der NGO zu den Maskenspenden von Global Tactics. Aber was ich dabei auch endlich gemerkt habe, ist, und das ist jetzt viel wichtiger, hier wird der Richtige kritisiert. Ich habe mich als größter Maskenproduzent feiern lassen, ey, obwohl ich keiner war. Dann habe ich zugelassen, dass in meinem Namen überall geworben wird. Damit das alles schneller geht, habe ich dann sogar noch Prozesse angeschoben, ohne die richtig zu hinterfragen. Und ich habe von Spenden gesprochen, ohne daran beteiligt gewesen zu sein. Oder die Qualität dabei zu überprüfen. Ich habe so viel Scheiße gebaut und dann einfach versagt als dieser Typ, der ich niemals sein wollte. Ein Unternehmer. Und das tut mir leid. Es tut mir wirklich leid und ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Es tut mir leid, dass ich euch dann habe ich euch glauben lassen, dass ich mit diesen Masken in meinem Shop nichts verdiene. Ich rede immer von Transparenz und dann muss erst eine Wirtschaftsprüferin kommen, um überhaupt auszurechnen, was da an Geld übrig geblieben ist. Und transparent wäre es gewesen, auch über diese Großhandelsproduktion von Global Tactics in Bangladesch zu sprechen. Das war nicht meine Produktion, das waren auch nicht meine Masken, aber ich habe es gewusst. Hätte ich einfach alles ganz genau so klar gesagt, wie es war, dann hätte ich diese ganze Scheiße hier verhindern können. Ey, warum habe ich so viel Kommunikation genommen? Also übernommen. Also nicht nur nach außen, sondern auch zwischen dem Produzenten und dem Lieferanten. Einfach, weil ich wollte, dass das klappt. Ich wollte, dass das schnell klappt und so schnell wie möglich, so viele Masken wie möglich nach Deutschland kommen. Und ich habe viel zu selten Nein gesagt und dann diese ganzen Scheiß-Superlative benutzt. Der größte Maskenproduzent Europas. Es hat sich einfach voll gut angefühlt, von euch gemocht zu werden. Und die Wahrheit ist, dass ich mehr davon haben wollte. Ist vielleicht peinlich, aber ich wollte krasser sein, als ich bin. Ich habe so viele Fehler gemacht hierbei, aber ich werde immer dafür gerade stehen. Ein riesengroßer Fehler war, in dieser ganzen Scheiße überhaupt von Selbstkosten zu sprechen. Ich meine, Selbstkosten, das heißt, dass die Erlöse exakt so hoch sind wie die Ausgaben. Wie geht exakt in der Pandemie? Das hätte ich einfach niemals sagen dürfen. Am Anfang habe ich immer von 1/10 von diesen Maskenpreisen gesprochen, der anderen. Ne? Und das war ja auch so. Meine Maske hat 2,20 Euro gekostet, eine Maske bei mir im Shop. Und 20 bis 25 Euro oder so haben Masken überall sonst gekostet. In so einer Zeit, wo sich Leute ein Stück Küchenrolle mit einem Gummiband am Kopf festgemacht haben. Aber eine unabhängige Wirtschaftsprüferin hat jetzt genau das gemacht, was ich damals eigentlich hätte machen sollen. Nämlich mit Expertise und in Ruhe allen Kosten auszurechnen, wie viel tatsächlicher Gewinn da ist. Und nicht so wie ich, irgendwie eine Zahl im Kopf zu überschlagen und zum Spiegel zu latschen. Das war wieder vorschnell und einfach falsch. Durch die Prüfung weiß ich jetzt... Ja. Er hat halt einfach sich selbst danach noch mehrmals gefickt. Jetzt, dass 60 Cent pro Maske übrig geblieben sind. Und bei diesen ganzen Verkäufen in meinem Shop macht das 282.000 Euro. Damals habe ich laut versprochen, dass ich damit nichts verdienen will. Und das Versprechen halte ich jetzt. Also spende ich das ganze Geld dahin, wo meine Kommunikation den größten Schaden angerichtet hat. In 4 Teilen. Jeweils 71.000 Euro an NGOs, die sich für Geflüchtete und Selbstbestimmung, also für mehr Selbstbestimmung und Gerechtigkeit oder überhaupt Gerechtigkeit in der Textilindustrie einsetzen. Aber damit ich da jetzt nicht wieder so einen Schnellschuss mache, rede ich erstmal alles mit denen durch und wenn ich ganz genau weiß, dann stelle ich euch die einzelnen Organisationen hier vor. Ich räume jetzt alles auf. Ich baue mich und alles um mich herum so um, dass sowas hier nie wieder passieren kann. Und als erstes werde ich die ganzen Verflechtungen zu Tom Ilbruck privat und seinem EK und dem ganzen Global Tactics Unternehmensgruppe auflösen. Das ist nicht ganz so einfach. Da sind schon Kollektionen in Portugal noch in Produktion von ein paar Monaten her und so, aber ich habe zumindest juristisch schon mal alles in die Wege geleitet, sodass meine Anteile an diesen in 2021 gegründeten Gesellschaften dann für jeweils einen symbolischen Euro zurückgehen. Und, ich glaube, das ist super wichtig, ich werde mich von den klügsten Menschen beraten lassen, die ich kenne. Das habe ich einfach viele Jahre falsch gemacht und dachte immer, ich weiß besser. Und jetzt habe ich gemerkt, 2 Wochen lang habe ich gelernt, dass ich so viel lernen muss. Und damit das alles mehr Kontrolle kriegt, werde ich einen Beirat in meinem Unternehmen einrichten. Das heißt, 4 bis 6 unabhängige Beraterinnen schreiben mit mir zusammen eine Satzung und formulieren so eine Art Regelkatalog. Und den Regelkatalog muss jedes Unternehmen Folge leisten. Und dazu gehört auch das Kliemannsland und Two Finger Records. Einfach alle, auch LDGG. Da habe ich auch von der Wirtschaftsprüferin nochmal alle Zahlungen prüfen lassen. Und das Geld ist natürlich vollständig da. Aber auch da habe ich so beschissen kommuniziert, einfach nicht richtig überlegt. Und wir reden jetzt mit einem neuen Partner über die Zukunft. Und auf dieser Website von LDGG war es aber immer ganz gut beschrieben. Irgendwie habe ich geschrieben, ich weiß nicht, ob es funktionieren wird, nur dass es vermutlich noch nicht perfekt ist. Und
Ey, das war sowas wie mein Mantra einfach. Bei allen Sachen einfach erstmal machen und auf dem Weg finde ich den Weg. Keine Ahnung, ich habe einfach immer angefangen. Und das war auch nicht immer fehlerfrei. Das werden neue Ideen wahrscheinlich auch in der Zukunft nicht immer sein können. Ich bin auch... Ja, was das angeht, so ist er halt, ne? Also so war halt immer, ne? Dieses einfach machen. Manchmal übereifrig und vielleicht ein scheiß Unternehmer, aber ich bin kein Betrüger. Ich will einfach was bewegen. Ich will wirklich was bewegen und das möchte ich auch weiterhin machen. Ich hoffe einfach, dass ich euch das zeigen darf. Ey, auch wenn ich ganz klar weiß, dass ich der Verantwortliche dafür bin, dass da draußen jetzt Leute sind, ich bin für die jetzt ein Typ und der werde ich für die immer sein, dieser Typ. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich bin für die jetzt ein Typ und der werde ich für die immer sein, dieser Typ. Und ich kann nur sagen an alle anderen, die diese 2 Wochen da waren, vielen Dank, dass ihr in diesen 2 Wochen da wart und für eure Geduld und... Genau, das ist die irreparable, das ist irreparabel. Also in dieser Größenordnung irreparabel. Du bist immer nur dieser Typ jetzt. Das ist krass. Also es ist wirklich krass. Die Frage ist halt, wie lange dieser Heilungsprozess dauern wird. Das ist krass. Also es ist wirklich, es ist irre, irre. Ich weiß, ich habe mal gesagt, ich hätte keine Freundinnen, sondern nur Kolleginnen. Jetzt weiß ich, dass das nicht stimmt. Ich gehe jetzt weiter aufräumen. Ja. Also ich glaube, dass das tatsächlich richtig ist. Das Problem, das größte Problem ist diese riesige Mischmenge aus Promo und Face bewahren. Ne? Also der Grund, warum Global Tactics die About You-Masken verkauft haben, ist das Image von Finn Kliemann. Also ich weiß nicht, ob man Tom Ilbruck da vorwerfen kann, der hat das instrumentalisiert, oder ob man Finn vorwerfen kann, dass er dumm genug war, sich das nicht zu merken. Finn Kliemann war das Gesicht für... eine Kampagne, die ein absolutes Mischwesen war. Also keiner der Firmen von About You hat Masken verkauft, bei denen die dachten, weil Finn Kliemann als Gesicht davor ist, dass das in Europa produziert wird. Die haben das auch wahrscheinlich gar nicht hinterfragt und die Global Tactics Leute haben das auch nicht aufgeklärt, zumindest nicht aus Eigeninitiative, sondern haben eher dazu beigetragen, zu verschleiern. Und der Grund, warum die verschleiert haben, ist, weil die genau wussten, dass das Gesicht von Finn Kliemann bedeutet, scheißegal, wo du das produzierst, das kannst du in einer Lithiummine in Bolivien produzieren. Es wird immer grün sein. Es wird immer grün sein. Scheißegal. Diese Maske kann in einem ausgetrockneten Brunnen, der von Nestle leergepumpt wurde, in einem südafrikanischen Dorf produziert worden sein, ist grün, sobald Finn Kliemann drüber steht. Und darum ist dieses oder so immer da gewesen, wurde es immer erwähnt, denn das war das absolute Alibi. Da hat man nämlich einfach nur gesagt, diese Masken, die kommen ja von Finn. Deswegen, da fragt keiner nach. Und das ist das Problem. Das Problem ist nicht, ich glaube dem tatsächlich, dass auf dem Papier, und das steht wahrscheinlich hier drin, dass auf dem Papier keine Beteiligung irgendwo drin war. Und ich glaube dem auch, dass der jetzt ein chaotischer kleiner Schlumpf ist. Dass der überhaupt keine Ahnung hat von planmäßigen Abläufen. Dass das gar nicht so strukturiert ist wie ein klassischen Unternehmen. Das ist eigentlich auch gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass diese Instrumentalisierung des Saubermann-Images, Jan Böhmermann hat, glaube ich, gesagt, des personengewordenen Alibis. Das personengewordene Alibi hat einfach als Rechtfertigung dagestanden für alles. Für absolut alles. Das war ein Qualitätssiegel. Und das Problem ist, dass er das nicht wahrgenommen hat. Er hat sich selbst nicht als Qualitätssiegel wahrgenommen. Oder hat er sich doch wahrgenommen und ist zu spät gepeilt? Er hat sich nicht wahrgenommen. Und diese ganzen Leaks und E-Mails und so, die haben halt einfach auch noch dazu beigetragen, dass das irreparabel beschädigt ist. Ne? Er ist einfach irreparabel beschädigt. Es ist einfach kaputt. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass er sich hat feiern lassen. Unter anderem geht es auch darum, dass er sich hat feiern lassen. Es geht einfach darum, dass er mit der Brand Finn Kliemann, der Marke Finn Kliemann, überhaupt nicht mehr, dass er sich überhaupt nicht bewusst war, was das alles ausgewirkt hat, was das für eine Bedeutung war. Wenn du Leuten da draußen gesagt hast, das ist übrigens ein Produkt, das kommt von Finn Kliemann, dann wurde keine Frage mehr gestellt, Digga. Keine. Absolut keine. Es wurde keine Frage mehr gestellt.
Und jetzt werden viel zu viele Fragen gestellt, jetzt auch irrational Fragen gestellt, aber jetzt werden halt mehr Fragen gestellt. Jetzt ist dieses Image aus das personengewordene Alibi zusammengebrochen und jetzt werden halt super viele Fragen gestellt. Wie kann es denn sein, dass jemand, der sagt, er macht nur, eine Holding hat, die sein Privatvermögen verwaltet? Wie kann es sein, dass der 4 oder 5 oder 6 Firmen hat, die alle die halt alle irgendwie laufen? Wie kann es denn sein, dass jemand aus Versehen Immobilien kauft? Passt das denn zu diesem grünen Image? Passt das zusammen? Passt das zu diesem absoluten, ich bin für Nachhaltigkeit? Und das ist das Problem, was viele Leute haben und das ist unüberwindbar. Keine Erklärung dieser Welt kann die Fragen beantworten, weil es jetzt nicht mehr darum geht, du hast uns was nicht erzählt oder du hast uns etwas nicht gesagt, weil ganz ehrlich, dass der viele Firmen hatte, war ja vorher schon klar, sondern jetzt geht es darum, dass der seine Kredibilität verloren hat. Jetzt ist es egal, was er sagt. Jetzt ist es fucking egal. Denn die Leute sagen, so wie hier auch einige, die Leute sagen jetzt einfach, Bruder, wir glauben dir kein Wort mehr. Selbst wenn das wahr wäre, glauben wir dir nicht. Das ist irreparabel. Das ist jetzt irreparabel und das wird für viele Leute in Zukunft ewig irreparabel sein. Niemand kann da, kannst du kein Panzertape drauf machen, das kannst du nicht mit dem Dübel festmachen. Das ist irreparabel. Ironischerweise, aber auch nur so irreparabel, weil er ein Typ ist, der sich halt bewusst in die Position stellt, in der er Dinge besser machen will. Wenn das ein anderer Streamer, ein anderer Influencer hätte gemacht, der nicht so viel auf Basis von, ja, wir spenden hier, wir machen da, regenerativ hier, regenerativ da, wäre das scheißegal. Wirklich scheißegal. Wir haben damals diese Hypothese gemacht, wenn ein beispielsweise Montana Black 100.000 Masken gespendet hätte, die er nicht verkaufen kann, Bruder, dann würde das nicht mal ein YouTube-Video wert sein. Leute würden sich da nicht wundern. Leute würden nicht sagen, ey, was ist denn das? Nee. Weil Montana Black auch nicht das Image hat. Monte könnte sich hinsetzen und sagen, ja, ich habe halt gedacht, ich mache da wieder was Gutes. Und das ist wahrscheinlich auch die Wahrheit. Der sagt, er macht damit was Gutes. Ja gut, die kann ich nicht verkaufen, dann spende ich sie zumindest. Aber da das eben nicht Montana Black ist, sondern Finn Kliman, der seine gesamte Existenz darauf aufgebaut hat, alles im Rahmen eines höheren Standards zu machen, ist der Drops gelutscht. Alles ist jetzt in Frage gestellt. Es wird sicherlich Leute geben, die das verzeihen werden. Ich weiß aber nicht, wie viele das sind. Ich muss ihm nicht verzeihen, weil er bei mir vorher nicht da war. Bei mir muss er sich nicht entschuldigen. Ich habe ja keine große Verbindung dazu gehabt. Ich habe mich tatsächlich am Ende tatsächlich auch etwas gut gefühlt. Und gut gefühlt nicht, weil ich ein nichtsgönnender Neider bin oder so ein Scheiß, sondern ich habe mich gut gefühlt, weil ich gemerkt habe, dass meine Standards höher sind als die von Finn Kliman. Und dann dachte ich, Bruder, ich bin ja ganz schön krass. So, Real Talk. Das ist das Erste, was nach kurzer Überlegung in meinen Kopf kam. Der hat mehr verkackt als ich. Wie kann das sein? Das ist Finn Kliman. Weißt du, so. Ne? Hast du keinen CDU-Mastenskandal als YouTuber oder als Streamer oder als Influencer? Ha, über Finn Kliman. Wahnsinn. Wahnsinn. Irre. Es ist auch ein bisschen unfair, ehrlich gesagt, dass die Fallhöhe bei Menschen, die so viel mehr versuchen zu machen, so viel höher ist als bei Leuten, die einen F*** drauf geben, weißt du? Der Standard ist einfach zu hoch. Und auf der einen Seite ist das nachvollziehbar, auf der anderen Seite mega unfair. Warum sind die Konsequenzen bei jemandem, der tatsächlich was versucht zu machen, so viel höher als bei jemandem, der einen F*** auf alles gibt? Die Antwort ist logischerweise die Zuschauergruppe, die man anspricht. Und ich kann mir vorstellen, dass sich Leute sehr, sehr schlecht fühlen, die im About You Shop eine Maske gekauft haben mit dem Wunsch und dem mutmaßlichen Wissen, dass es sich bei dieser Maske um eine fair produzierte, portugiesische, in Europa gefertigte Maske handelt. Auf der einen Seite ist er halt echt ein Typ, der versucht. Auf der anderen Seite ist er wirklich ein Typ, der versucht oder ein Typ, der Geld verdient. Da gibt es so viele Facetten jetzt, die man nicht macht, die man nicht sehen kann. Ist die Erwartungshaltung, dass er in Armut lebt? Ist die Erwartungshaltung, dass sein Einkommen transparent sein muss? Kann man gleichzeitig ein guter Mensch sein und ein reicher Mensch sein? Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage, die man stellt.